Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hier sind wir wieder bei UFO-Mann aus den UFO-Mann-Studios Berlin. Und ihr seid hier genau richtig zur Folge Minecraft 378. Ihr seid herzlich eingeladen, mir hier zuzuschauen. Mit mir gemeinsam Minecraft zu spielen. Und hier meine genialen Erfindungen, wie zum Beispiel die Überwasserspringen-Aufstiegsleiter, wo scheinbar ein Leiterglied fehlt, weil ich ja irgendwas rumgebaut habe. Entschuldigung. Ein Leiterglied hört sich auch gut an, wa? So, er hat Glied gesagt. Hast du gehört? Spul mal nochmal zurück. Er hat Glied gesagt. So, warte mal. Ja, okay, so ist gut. So, und jetzt, warte mal, da müssen wir jetzt mal hier reinhacken, damit wir das sehen, was wir da vorhaben. Genau, die müssen ersetzt werden. Die müssen alle ersetzt werden, damit das schick aussieht. Dazu brauchen wir wieder Klötzchen. Die müssen da und da. So, das war's jetzt aber. Und jetzt ein Sprung. Juhu! Aua, okay. Ein kleines Aui. Oh, hier ist doch bestimmt ein Baum hinter, sonst wäre doch hier dieses Blattwerk schon lange weg. Genau, der muss weg. Der stört. Der stört hier. Genau. So. Ark! Ich habe wieder was vergessen. Mein Inventar ist voll. Oh nee, ey. Hör doch auf. Jetzt mein Baustellengerüst muss ich jetzt wegschmeißen. Guck mal, da muss noch einer rein. Oh nee, ey. Da müssen wir jetzt wieder da hoch. Wie viele Folgen hänge ich denn hier? Nein, das habe ich mir doch so gut ausgedacht. So. Ich muss nämlich mit einem Sprung. Man muss heranspringen an die Leiter. So nicht. Noch ein bisschen Übung wäre gefragt. So, jetzt und jetzt. Juhu! Ja, so. Sehr schön. Oh, ich höre schon wieder die Monster. Oder was war das? Nee, das waren meine eigenen Leiterschritte. Oho. Meine eigenen Leiterschritte. So, wir schlafen erstmal. Im Schein der Fackeln schlief er ein. So. Und jetzt, wie war das? Hier fehlte noch was, wa? Hier fehlte noch was. Oder? Ja, genau. Und da müssen wir aber wirklich fertig sein. Juhu! Aua. Diese Geräusche, ey. Wenn man sich vorstellt, dass... Ach, guck mal. Ja, so gefällt es mir jetzt. So gefällt es mir. Wenn jetzt hier die Blätter noch weg wären, einwandfrei. Essen wieder, weil wir ja uns so viel verletzen hier. So, sehr schön. Und hier muss ich jetzt runter. Dazu brauche ich Erde. Die werden wir jetzt kriegen, indem wir hier das erstmal abtragen. Das ist sowieso im Weg hier für unsere Straße. Erstmal. Kriegen wir aber gar nichts in Inventar, nicht ins Inventar, weil wir haben auch keinen Schrott dabei, außer hier diesen Eichensetzling. So. Okay, dann werden wir mal... So, dann brauchen wir jetzt Erde. Da will ich nämlich dann die Halbsteine ransetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Na, du kommst schon. So, und jetzt muss ich die Halbsteine oben ransetzen. Kann natürlich sein, dass es in der 179 nicht funktioniert. Ha, so, die müssen hier... Ja, okay, es geht. Sehr schön. Das freut mich aber. Und dann kann ich sie wieder abmachen. So, jetzt kommen die nächsten. Hä? Okay... Okay, ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Kann ich jetzt hier in die Luft reinsetzen? Nee. Ach so, okay. Muss ich das so machen?
So, da muss das wieder weg. Und jetzt kann ich aber die Doppelten hier nicht weghacken, wa? Ne, da fliegen gleich alle. Der ganze Stapel fliegt dann gleich weg. Nee, ey. Ah, die Profis unter euch, die wissen jetzt natürlich schon, was ich falsch mache. So hatte ich mir jetzt aber nicht gedacht. Na gut, wenn ich es jetzt so mache, dann habe ich ja geschummelt, oder was? Habe ich mich ein vorgeschummelt, aber das Problem ist dadurch noch nicht behoben. Aha. Naja, dann machen wir es so. Ist egal. Dann müssen wir es so machen. So. So. Oh. So, es wird, glaube ich, schon wieder Zeit für eine neue Werkbank. Es wird schon wieder Zeit für eine neue Werkbank. Aber... wird man das hier noch weghauen? Dass es ein bisschen symmetrisch hier rüberkommt. Sehr schön. So. So, du noch weg. Und ihr noch weg. Dank der Diamantschaufel, alles kein Problem. Der Diamantschaufel. Okay. Okay, okay, okay. Dann bauen wir uns hier eine Truhe, eine... Ihr wisst, was ich meine, hin? So, warte mal. So. Und dann brauchen wir noch eine Truhe, um unseren ganzen Kladderadatsch hier noch loszuwerden. Ich meine, wir haben auf der ganzen Strecke Truhen. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann alles befördern will, aber ist egal. So, du kommst jetzt hier neben. So, sehr schön. Jetzt können wir nämlich schon mal Zombiefleisch. Euch sammle ich mal hier noch ein. Ja, euch auch noch. Dich auch noch. Aber kein Platz mehr. Wir erstmal gucken, was wir hier in die Truhe tun können. Den Setzling. Das brauchen wir nicht mehr. Und schon haben wir ein bisschen mehr Platz. Die Erde brauchen wir auch nicht mehr. Jedenfalls nicht so viel. Das brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. So, und jetzt können wir nämlich den Rest einsammeln. Das ist schon mal schick. Ja, sehr schön. Oh, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Kaffee mit Milch und Zucker. Da werden einige von euch jetzt sagen, Kaffee mit Milch und Zucker schmeckt doch gar nicht. Kleiner Denkfehler. Kleiner Denkfehler. Ah, jetzt können wir auf Diamanthacke wechseln. Haha, die ist sowieso besser. Aber vorher müssen wir uns noch ein paar Platzstufen machen. Sehr schön. 24 Plattstufen, sehr schön. So, und du sollst jetzt hier ran. Genau. So, 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 so. Und dann wieder hier vorne ran, genau. So, ja, sehr schön. Und dann wieder hier unten ran. Jetzt wieder hier vorne ran. Also langsam nimmst du noch Gestalt an. So, so. Wie sieht das dann aus? Ja, na, ist okay, geht durch als Brücke, oder? Na klar, ist doch schick. Wobei, ich würde dann ganz gerne unter die Treppe auch noch eine Stütze bauen. Aber die hat dann auch wieder einen halben Abstand, wa? Ja, 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 das ist natürlich immer nicht so schön. Naja, nee, doch nicht. Warum nicht? Habe ich da ganze Klötze? Keine Ahnung. Ich muss das auch alles nicht verstehen, ehrlich gesagt. So. Und dann hier noch ein.
Nein, du noch nicht. So. Du musst wieder weg. So, und jetzt? Warte mal. Vielleicht hier noch? Hier rüber? So eine Versteifung einbauen? Ja, finde ich besser. Lass ich so. So, so. Ja. Grex. Naja, naja. Müssen wir aber hier noch ein. Vielleicht und hier noch ein. Naja. Also überzeugend tut mich das Ding so nicht. Nochmal abreißen. Überzeugend tut mich das so nicht. Da finde ich doch die Variante mit dem einfachen Stempel hier besser. Es sieht irgendwie so mickrig aus. Ja, wir lassen das erstmal so. Dann machen wir hier noch eine Fackel ran, fällt mir gerade ein. Doch nicht auf die... Ach so, man kann da eine Fackel drauf machen, habe ich noch gar nicht gewusst. Hier kann man keine ranmachen, okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir hier eine rauf. Haha. Genau. Eine Fackel reicht ja hier so als Arbeitsplatzbeleuchtung. Gut, ja, lassen wir so. Dann machen wir halt hier noch so ein Ding. Vielleicht sieht es dann besser aus. Ach so, okay. Kann man hier noch einen ranmachen? Vielleicht sieht es ja dann besser aus. So. Na? Oh Gott, ey. Gefällt mir überhaupt nicht. Weg damit. Ja, und im Prinzip, ich habe das ja im Voraus aufgenommen, wenn er jetzt nochmal Vorschläge macht, wie ich es besser machen könnte. Naja, aber man könnte ja bei der nächsten Brücke das halt mal besser machen. Ich habe auch noch nicht allzu viele Brücken gebaut. Auch diese Musik ist ja dermaßen einschläfernd, ich penne gleich ein hier. Wartet mal, ich muss mal kurz ändern. Dann noch so ein 13. Ah, dann noch so ein 13-Minuten-Titel. Ist das der Hochzeitsmarsch oder was? Hahaha, der lief ja immer bei Opa Zeron eine Zeit lang. Naja, das lassen wir so. Lassen wir so. So, jetzt brauche ich noch mehr Holz, damit ich mir noch mehr Stufen basteln kann. Eigentlich hätte ich. Welche nehmen sollen, die im Weg rumstehen und nicht hier von der Seite ein. La 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 la. Was für ein komisches Lied. So. Jupp, so. Na gut, das liegt da ein bisschen auch an dieser altmodischen Orgel. Und verstimmt ist er auch noch. Und verspielen tut er sich auch noch, der Posaunist. Ach nee, der Organist.
Der Organist verspielt sich hier am laufenden Band. So. Tata, schnati, tatu. Schnief, schnief, die Schnäufel, die Schnief, schnäufe, schnuf. Schnäuf, schnäuf, die Schnuf. Schnäuf, schnäuf, die Schnaf. Das habe ich eben genießt, aber das habt ihr nicht gehört, weil ich die Mute-Taste gestellt hatte. Oder ich habe so laut genießt, dass ich durch den Mute durchgenießt habe. Im Prinzip den Mute außer Kraft gesetzt habe. Mit meiner unglaublichen Niese. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir die Brücke geschafft. Haha. Jetzt kommt noch so ein Ding. Hat mir jetzt eigentlich hochzeitsmarschmäßig gereicht. Es kann natürlich auch sein, dass der noch ein Nachspiel hat. Wisst man ja bei jeder Hochzeit. Das hat ein Nachspiel. So. Gesegnet seien die, die Orgel spielen können. Und gepriesen seien die, die die Orgeln stimmen können. Und gepriesen seien die, die die Orgelpedale treten, auf das der Organist die Orgel ordnen. Nee, fällt mir gerade ein, heutzutage tritt ja der Organist selber. Ich glaube, es gab mal Zeiten, da waren hinten in der Orgel so, oder es gab bestimmte Arten von Orgeln, wo hinten in der Orgel so Tretdinger drin waren, so eine Luftbalge, wo dann irgendwelche Kirchendiener, da wurden ja meistens so für solche Dienerarbeiten, wurden da Kinder benutzt. Und die haben dann da zum Dienste am Herrn hinten in irgendwelchen Hamsterrädern immer drin geackert, damit da vorne die Musik rauskommen kann. Wobei ich meine, das war jetzt nicht so schwer. Die brauchten sich ja nicht beklagen. Und ein bisschen kann man ja wohl tun für die Gemeinde. Hä? Bisschen kann man ja wohl tun für die Gemeinde. Das ist ja so ein Minimum, dass man mal in so einem Hamsterrad ein bisschen... Vor allen Dingen, wenn man ja dann auch irgendwie gesegnet werden will. Man wird ja dann... ist ja dann so, wenn du schön fleißig bist, wirst du dann gesegnet. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht so aus mit Religion und Kommunion und so weiter. Ich glaube, man kriegt da irgendwie dann so als Geschenk ein goldenes Kreuz oder so, was man sich dann so um Hals hängen kann. Oh, ist natürlich nicht schlecht, so ein goldenes Kreuz. Ist was Feines. Wobei, ich würde, glaub ich, eher ein silbernes nehmen. Finde ich cooler. Oh, meine Treppe ist fertig. Die kultige Kulttreppe. Sag mal, können wir hier noch ein super kultiges Kultgeländer runterbauen? Ich weiß, ich übertreibe es jetzt irgendwie maßlos. Es geht auch gar nicht, weil es gefällt mir nicht immer mit diesem Luftding hier. So auch nicht. So. So können wir es machen. So. Und jetzt noch eine Fackel hier rauf. So. Und der Rest wird nicht beleuchtet. Ach so, jetzt brauche ich noch einen Baum. Ich brauche noch mehr Holz, deshalb... ich will ja eigentlich auch einen Holzweg machen, aber mit diesen Halbsteinen aus Holz... Bin mir noch nicht so sicher, ob das das Ding ist. Ja, und die Orgel orgelt immer weiter. Meine lieben Freunde, heute ist hier Orgeltag angesagt. So. Finde ich ja prinzipiell nicht so schlecht, vor allen Dingen Bach. Bach gefällt mir sehr, Orgelmusik von Bach. Johann Sebastian Bach, hieß der so? Oder war das Friedrich Ebert Bach? Oder hieß der nicht Osama Bach? Nee, Quatsch. Ich glaube, Johann Sebastian Bach war. Johann Sebastian. Siehst du, war sogar ein Bürgerlicher. Der hieß ja noch nicht mal von Bach. Also, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn ich halb so gut Orgel spielen könnte wie Bach, dann wäre ich schon erfolgreich an allen europäischen Kunstbühnen. Zombiefleisch muss weggeschmissen werden zugunsten des Bauwerks. Essen wir eh nicht den Dreck.
Sollten wir vielleicht mal, damit das wegkommt. Ah ne, für Hunde brauchen wir das ja. Haha, nicht vergessen, für Hunde. Oh. So, jetzt, jetzt muss das Zeug hier weg. Oh Gott, ich habe mir ja wieder was ausgedacht. Ich kann doch nicht den ganzen Berg hier jetzt abtragen. Doch, du kannst es, du kannst es. Mach es einfach. Bei 300, 400, 800, 1000 Folgen Minecraft, das ist doch egal, wie lange du brauchst. Du baust und baust und baust und baust und baust. Welche Serie hat schon so viele Folgen? Welche Fernsehserie? Ich glaube keine. Es gibt Minecraft-Let's Plays, die so viele Folgen haben. Und das beweist es doch, dass es möglich ist. Ja, stimmt schon. So. Okay. Jetzt müssen wir hier Sand setzen. Und die Folge ist auch gleich vorbei. Da muss ich mal eine kleine Pause machen. Sonst verliere ich noch meine Stimme und werde heiser. Die Musik ist natürlich sehr dramatisch hier. Man könnte fast denken, ich schaufel hier an meinem eigenen Grab. So, zack, zack, zack. Jetzt kommt der Schluss. Sehr schön, ein sehr schöner Schluss. Was ist denn eigentlich dahinter? Ohoho, die Erleuchtung. Okay, ja, okay, okay. Hier den Baum nehmen wir noch mit. Boah, jetzt kommt gleich so ein krasser Kontrasttitel. Cool, ist ja ein Reggae. Und mit so einem super krassen Bass, ist ja unglaublich. Ska. Voll der Hardcore-Ska, alter Schwede. Dieser Kevin MacLeod ist echt cool. Ist ein cooler Typ. Was der für geile Musik macht. So. Gex, jetzt müssen wir erstmal die Truhe wieder so ein bisschen befüllen. Damit wir hier Platz bekommen. Eichensetzlinge können raus. Die Erde brauche ich eigentlich immer zum Basteln. Zombiefleisch haben wir schon wieder. Wo das immer herkommt, frage ich mich. Hier haben wir noch zwei sinnlose Holz, die nur Platz wegnehmen. Dann haben wir hier 30. 27 davon. Die können auch weg. Die Leitern können erstmal auch weg. Und die Schilde, da gucken wir mal. Guck mal hier, das sieht doch nicht. Das sieht doch nicht aus. Da können nachher noch Zombies spawnen. Will ich nicht. Das will ich nicht. Ey! Ey! Siehst du, die Folgen werden immer länger, wenn ich so eine Session mache. Die wird von Folge, von Session zu Session werden die Folgen länger. Oh, jetzt habe ich diese doofen Samen eingesammelt. Die will ich gar nicht haben. Haut ab, Samen. Lasst mich. Lasst mich in Ruhe. Oh, guck mal. Oh, ho, ho, ho. Wir gucken uns mal von oben den schönen Sonnenuntergang. Wisst ihr, was fehlt? Weil ich habe hier gerade so einen Dreck. Hab ich hier was falsch gemacht? Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Muss das weg hier? Ja, ah, okay. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht nochmal alles neu bauen. Ich wusste doch, da ist irgendwas unsymmetrisch. Ich habe hier so einen kleinen Fleck auf dem Monitor und da ist mir eingefallen, wenn die hier Vögel hätten, wäre das total belebend für die Welt, ja? Wenn oben so kleine, wenn es nur so Illusionspunkte sind, weißt du, sowas wie die Fledermäuse als Vögel, die dann halt oben immer so ihre Kreise ziehen, ab und an mal. Das wäre auch echt eine coole Sache. Fledermäuse habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ach so, schlafen muss ich.
Okay, Leute, ich verabschiede mich jetzt hiermit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, morgen wieder. Folge 379 ist morgen dran. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie findet ihr denn die Aktion hier auf nach Ufotopia? So, oder auch nicht. Wie ihr wollt. Och, und hier schon wieder eine Brücke zu bauen, ey. Wo geht's denn da überhaupt hin? Müssen jetzt ein bisschen gerade laufen. Oh, man kann mit dem Bett super... Ja. Ein Creeper, habt ihr gesehen? Gehört? Mehr gehört als gesehen, ne? Okay, bevor ich jetzt von 100 zu 1000 zu komme, schaffe, gehe ich erstmal zurück zur Brücke. Hier sieht man eindeutig die Spuren einer Creeper-Explosion. Leute, man kann mit einem Bett super schnell Blätter wegmachen. Wer hätte das gedacht? Hallo? Ah, hier, okay. Na, sieht doch schon mal ganz cool aus. Also, ich bin da ganz zufrieden mit meiner Brücke. Gehe nochmal hier auf einen Standpunkt, wo wir es ein bisschen besser sehen. Oh, Sand geht auch relativ schnell weg. Ja, naja, ein bisschen überladen ist irgendwie ein bisschen... Zu viele Fackeln sind das, finde ich. Diese vielen Fackeln sind es, glaube ich. Und dann ja, diese ganzen Karos von dem... Naja. Aber immerhin, eine schöne Brücke. Über ein sehr tiefes Tal. Okay, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr ein Abo dagelassen habt. Und danke für eure treue Mitgliedschaft im UFO-Mann-Club. Eure Anhängerzahl steigt stetig. Meister UFO freut sich über so viel Zuspruch der ufologischen Philosophie gegenüber. Und bevor er jetzt ihm das Gehirn noch zerplatzt vom dauernden Blödsinn erzählen, wird er jetzt hier die Folge beenden an der Stelle. Tschüss!